Willkommen zu einer neuen Folge von Forum Manager, der Interviewreihe von Phoenix und Süddeutscher Zeitung, heute aus der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Die Uni ist bekannt auch als Bundeswehr-Universität Hamburg, deswegen die vielen Uniformen im Saal. Mein Kollege Michael Hirz und ich freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen, und wir freuen uns vor allem über unseren heutigen Gast, Jürgen Großmann, Unternehmer und Manager, 59 Jahre alt, glücklich lange verheiratet, drei erwachsene Kinder, promovierter Ingenieur, in der Stahlindustrie lebenslang tätig gewesen. Sie haben mal vor vielen Jahren ein marodes Stahlwerk gekauft für 2 D-Mark, glaube ich, haben es wieder mit ihren Mitarbeitern fit gemacht, sind darüber Milliardär geworden, auch im Privatvermögen. Sie besitzen Häuser, Schiffe, ein Hotel, ein Sterne-Restaurant, alles Mögliche, ein Weingut in Australien. Und trotzdem sind Sie auch seit nunmehr im 5. Jahr Manager, angestellter Manager des Energiekonzerns RWE. Ja, und wenn man das hört, was Herr Beise gerade aufgeführt hat, was Ihren Lebenslauf, Ihren Werdegang ausmacht, dann fragt man sich ja, warum Sie als selbstständiger und überaus erfolgreicher Unternehmer getrieben hat, sich das anzutun, als sozusagen als Angestellter eines Riesenkonzerns den Vorstandsvorsitz zu übernehmen. Ja, ein Vorstand ist nicht in dem Sinne angestellt, er ist ja bestellt als Organ, hat also eine etwas andere Stellung als ein normaler Angestellter. Und dennoch ist die Frage ja berechtigt. Ich habe diese Frage seinerzeit mit meiner Familie diskutiert. Die Familie war mit Ausnahme meiner ältesten Tochter einstimmig der Meinung, ich sollte das nicht machen, weil es mich verbiegen würde, ich wäre das nicht. Aber es gibt Aufgaben, die an einen herangetragen werden, die so reizvoll sind, dass man sie annehmen muss. Oder wenn ich es negativ formuliere, ich hätte mich wahrscheinlich vor mir selber geschämt, wenn ich es abgelehnt hätte. Dann hätte ich mir angeguckt, wer wäre es an meiner Stelle geworden. Dann hätte ich mich gefragt, hätte ich es anders oder besser gemacht. Oder wenn ich es abgelehnt hätte, hätte ich mich auch gefragt, traust du dir das nicht zu? Ja, insofern war es war nicht sozusagen himmelhoch jauchzend. Jetzt wollte ich, nachdem ich sag mal, Unternehmer gewesen bin, mit wahrscheinlich diskutablem Erfolg, dass ich mir dann also unbedingt noch eine weitere Bestätigung, weitere Feder an den Hut stecken wollte. Aber Deutschland ist ein Land, das für das Energie sehr wichtig ist. RWE ist der größte deutsche Energieproduzent, der zweitgrößte Konzern, aber E.ON hat mehr Geschäft außerhalb Deutschland. Wir sind in Deutschland der größte. Und das ist reizt dann schon, wenn man die Chance kriegt, so 5 Jahre lang diesem Konzern zumindest zu versuchen, einen Stempel aufzubringen. Aber ist das nicht doch ein Verlust an unternehmerischer Freiheit, wenn Sie das vergleichen mit Ihrer Tätigkeit vorher als selbstständiger Unternehmer, auch wenn das Unternehmen ja viele tausend Mitarbeiter hat, wenn Sie auf einmal dann in so einen Konzern geraten mit ganz anderen Entscheidungsstrukturen, viel größeren Einschränkungen? Also alles, was Ihren Erfolg ausgemacht hat, war ja etwas, was Sie nicht umsetzen konnten, nehme ich mal an, bei RWE, oder doch? Ja, RWE ist nie in so einer Lage gewesen, wie die Georgs-Marienhütte war, als ich es übernommen habe. Und ich hoffe, dass auch trotz Energiewende ein solcher Konzern wie RWE nie in diese Lage kommt. Aber es ist natürlich anders. Also einmal, ob ein Unternehmen Ihnen selber gehört oder ob Sie es angestellt leiten. Das Unternehmen hat gewisse interne Ressourcen. Es hat die Entscheidung, Dinge nicht zu machen oder sie mit Eigenkapital oder mit Fremdkapital zu machen. Also die unternehmerischen Entscheidungen sind gar nicht so unterschiedlich. Die Frage ist, hat ein börsengetriebenes Unternehmen, kapitalmarktgetriebenes Unternehmen die Beharrlichkeit und die, sagen wir, die Ausdauer, mit Dingen am Markt zu bleiben. Wenn die Georgs-Marienhütte, die ich seinerzeit übernommen habe, wenn die von kapitalmarktgetriebenen Leuten angeguckt worden wäre, hätte wahrscheinlich keiner gewagt, sie zu übernehmen. Aber wenn es jemand gewagt hätte, dann hätte er sie bei dem ersten Boom, als er, sagen wir mal, sein eingesetztes Kapital, naja, sagen wir mal, von 20 Millionenfach hätte, ja, da hätte er sie dann abgestoßen. Aber er hätte wahrscheinlich nicht versucht, das über 20 Jahre systematisch und strategisch weiter auszubauen. Jetzt sind Sie fast 5 Jahre
in dem Job. Das fünfte Jahr beginnt gerade und im nächsten Jahr wird Schluss sein für Sie. Reichen 5 Jahre aus, um einem Konzern wie RWE dann wirklich eine dauerhafte Perspektive zu geben und auch einen Stempel aufzudrücken? Denn es sind ja immerhin über 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie haben. Es sind hochkomplexe Entscheidungsstrukturen. Man bewegt ja nicht so schnell etwas, wie Sie das zum Beispiel als Unternehmer bei der Georgs-Marienhütte tun konnten. Ja, auch da wieder, auch als selbstständiger Unternehmer, vor allen Dingen in einer montan mitbestimmten Industrie wie der Stahlindustrie, haben Sie auf gewisse Dinge Rücksicht zu nehmen. Und das ist auch gut so. Sie müssen die Mitarbeiter einbinden. Wir sind eben montan mitbestimmt, haben auch in einem mir zu 100% gehörenden Unternehmen Mitbestimmungsgremien. Das ist gar nicht so unterschiedlich zum RWE. Auf der anderen Seite glaube ich, dass 5 Jahre schon ein ganz erklecklicher Zeitraum sind. Wenn man das mal politisch sieht, ist immerhin schon ein Jahr in der zweiten Legislaturperiode, die ein Kanzler hat. Und die Frage ist dann, wann kommt so ein... Sie müssen das von zwei Seiten aussehen. Ich glaube, fürs RWE wäre es in der Tat gut, und deshalb ist ja mein Nachfolger auch jünger ausgewählt worden, wenn der zumindest vom Lebensalter her die Chancen hat, 2 oder sogar noch 2,5 Perioden zu machen. Aber bei mir war das von vornherein klar, dass ich mit 60, und das sind die Regeln bei uns, ausscheiden würde. Nun ist, sagen wir, die letzten 4 Jahre sind ja energiepolitisch kein Kontinuum gewesen, sondern wir haben ja ziemliche Brüche gehabt. Insofern, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, das habe ich befürchtet, ja, ja. Also insofern glaube ich, aber man kann da schon gewisse Dinge ansetzen. Erstaunlich ist auch dabei, dass die Dinge, die RWE als Lösung für die Energiezukunft anbietet, nicht etwa nach Fukushima erdacht worden sind, sondern in den letzten 5 Jahren unser Programm waren. Wir kommen gleich zur Energiewende, keine Sorge, schlagen wir Ihnen noch um die Ohren und Ihr Verhalten dabei. Aber ich würde trotzdem gerne davon abgenommen noch mal fragen, Sie sind, als Sie damals angefangen haben, war Sie der strahlende Held, der Mann, der den Laden umkrempeln sollte, der sofort in diesem sehr gediegenen RWE-Umfeld mit Brachialgewalt reinging. Die Presse war begeistert von Ihnen. Ist etwas ruhiger geworden, wenn man von der Atomenergie absieht, oder? Haben Sie da also sich die Hörner abgestoßen in diesem Moloch? Also erstmal, ob man als jugendlicher Held in jedem Drama auf die Bühne stürmen muss mit dem Schwert. Und das war auch am Anfang nicht so meine Intention. Ich glaube auch nicht, dass ich so aufgetreten bin. Ich habe immer gesagt, dass RWE große Stärken hat, sehr viel Kompetenz in sehr vielen Feldern. Und dass wir diese Kompetenz so entwickeln müssen, dass sie in das zukünftige Raster passt. Aber dass das ruhiger gewesen ist, wissen Sie, die Medien, die nehmen sich manchmal Helden. Nehmen wir mal einen, der so ähnlich heißt wie ich, Ackermann und nicht Grossmann. Der ist immer so zwischen Himmel hoch jauchzt und zu Tode betrübt. So alle 2 Jahre ist er der größte Held, der Deutschland rettet. Und 2 Jahre später ist er dann wieder tief unten im Trog drin. Also, da müssen Sie Medien fragen. Die Konstanz im Unternehmen ist sehr viel stärker. Aber Sie sind ja ein Freund klarer und deutlicher Worte. Das ist ja auch etwas, was Ihnen Profil verschafft hat und Sie herausragen lässt, auch aus der Schar der DAX-Vorstandsvorsitzenden. Darum die Bitte um eine ehrliche Antwort. Wenn Sie jetzt diese etwas über 4 Jahre mal Revue passieren lassen, gibt es da so Augenblicke, wo Sie gesagt haben, das war ein Fehler, dass ich mir das angetan habe? Ganz ehrlich, nein. Ich hatte vor ungefähr einem Jahr hatte ich mal ein gesundheitliches Problem und da habe ich überlegt, ob ich zu dem Zeitpunkt hätte aufhören sollen. Da habe ich mich also auch auf Bitten unseres Aufsichtsrats dann entschieden, weiterzumachen. Sagen wir mal, Fukushima hat mir sehr viel Sorgen gemacht. Wenn ich vor Fukushima gegangen wäre, wären mir diese Sorgen mir persönlich erspart geblieben, aber das Unternehmen hätte sie gehabt. Und da ich also mit Leib und Seele für RWE eintrete, bin ich dann schon der Meinung, dann können Sie die Sorgen auch mit mir an Bord haben. Ja. Sie haben ja gesundheitliche Probleme, Sie hatten ernste Herzprobleme, das war also eine ernste Situation. Ist das auch dem Job geschuldet? Ach, wissen Sie, es gibt wahrscheinlich nichts Monokausales auf dieser Welt, aber das Stresshormon neigt ja dazu, gewisse Folgen im Körper anzurichten und mit denen muss man sich auseinandersetzen.
Da braucht man auch mal eine kurze Ruhephase. Eigentlich haben Sie ja mal gesund gelebt oder zumindest eine Zeit lang. Sie haben mal 1000 Tage keinen Alkohol getrunken. Ja gut, aber wenn die letzten 10.000 Tage vergleichen, dann das doch ist es, hat sich das wieder ausgeglichen. Es mittelt sich gut, ja. Ja, ja. Nein, aber ich lebe gerne. Also die Askese der Eliten, die Askese der Eliten ist nicht unbedingt mein Lebensmotto. Ja. So sehen Sie auch nicht aus, glaube ich. Aber das wissen Sie auch. Das macht mir schon Spaß. Wollen wir ihn schon mit Energie, mit Atom quälen? Ich glaube ja. Ne? Dann würde ich sagen, außerdem sind wir ja gerade an dem Punkt, ob Sie sich wohlfühlen oder nicht. Sie haben jetzt gesagt, in der Summe würden Sie es nochmal machen und haben sich mit Ackermann verglichen, haben gesagt, der ist immer 2 Jahre oben, 2 Jahre unten. Ich meine jetzt nur diese Phasen. Aber bei Ihnen ist er eigentlich anders. Sie waren ganz oben, wie gesagt. Ich würde schon sagen, wir Medien nehmen uns das raus. Wir haben Sie am Anfang ganz toll gefunden. Und seit Fukushima, seit der Energiewende, sind Sie der Buhmann des Landes. Sie sind der letzte Verfechter der Kernenergie, ein unbelehrbarer Mensch. Das ist Ihr Image in der Öffentlichkeit. Das muss doch wehtun. Also erstens ist das eine unzulässige Verkürzung. So sind wir. Ja, so sind Sie, weiß ich. Ich hab Ihre Zeitung abonniert, obwohl ich nicht immer mit allen Dingen einverstanden bin, die Sie und Ihre Kollegen schreiben. Nein, also erstmal, ich glaube, man muss realistisch sein. Die Kernenergie gehört weltweit zum Energiemix. Sie hat für Deutschland Wettbewerbsfähigkeit in verschiedenen Industrien gebracht. Und mich erstaunt, dass bei aller Einschätzung von Risiken ein einziges Ereignis ausreicht, um Hals über Kopf eine Technologie, der man gerade als Brückentechnologie im Schnitt, also zwischen 8 und 14 zusätzliche Lebensjahre gegeben hatte, dann noch radikaler über Bord zu werfen, das finde ich nicht angemessen, richtig nicht angemessen. Aber wie kann das einen so klugen Menschen wie Sie überraschen? Sie wissen auch, dass die Kernenergie immer umstritten war in Deutschland. Es gab immer viele Menschen, die waren nicht die Mehrheit, aber viele Menschen, die ein Unwohl war bei dieser Technologie, die gesagt haben, es kann mal was ganz Schlimmes passieren. Dann ist was ganz Schlimmes passiert, wenn auch nicht in Deutschland. Und das war der Moment, wo sich dieser ganze Unmut eben auch politisch umgesetzt hat in diesen Ausstiegsbeschluss. Das ist doch nachvollziehbar. Ja gut, aber jetzt wollen wir da erstmal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben beim RWE einen Konzern, dessen Unternehmenswert zu etwa 10% an der Kernenergie hängt. 10%. Sie verengen mich auf diese 10%. Ich meine, ich hab auch die Verantwortung für die Leute, die ernsthaft und wirklich kompetent in unseren Kernkraftwerken arbeiten. Ja, da gehe ich auf Belegschaftsversammlung, setze mich mit denen auseinander. Warum soll ich denn plötzlich, nachdem ich im letzten Jahr noch für eine Laufzeitverlängerung eingetreten bin, warum soll ich denn dann bei einem Ereignis, dass wenn das mal wirklich sauber analysiert wird, und es wird es ja werden, weltweit. Ne? Möglicherweise haben die deutschen Medien dann daran das Interesse verloren, weil sie ja den Hirsch hier erlegt haben und sagen, für uns ist das kein Thema mehr. Am Ende wird rauskommen, dass bei Fukushima nicht ein sogenanntes Restrisiko da war, sondern dass es ganz simple Auslegungsfehler gegeben hat. Wenn in den letzten 200 Jahren 3 Tsunamis höher gewesen sind als der jetzige, dann muss man einen Standort so ausstatten, dass er mit einem solchen Tsunami fertig werden kann. Das ist nicht das letzte Restrisiko, was ja in einer Ethikkommission quasi als inakzeptabel genannt worden ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin nur der Meinung, ich bin angetreten, einen Konzern in die Zukunft zu führen. Wir haben ein Langfristkonzept entwickelt, aus dem wir den Cashflow der Kernenergie einsetzen wollten in eine Energiewende. Gucken Sie sich doch mal unsere Planung an, die ist ja nicht erst seit Fukushima da. Nun fehlt dieser Cashflow. Die Frage ist, wie können wir diese Energiewende dann finanzieren? Denn alle Stromkonzerne, nicht nur RWE, sind im Prinzip bis an den Kragen verschuldet. Sie haben gerade so schön gesagt, ich verenge Sie auf 10%. Aber Sie verengen sich ja eigentlich selbst auf diese 10%, indem Sie sich in der Art und Weise exponiert haben bei diesem Thema, auch in der Öffentlichkeit, was wir Journalisten natürlich schätzen, keine Frage, dass Sie als der Verfechter der Kernenergie gesehen werden, obwohl Ihre Kollegen in den anderen Konzernen, Sie haben E.ON genannt, ja viel mehr an der Atomenergie hängen. Hätten Sie sich nicht einfach ducken sollen, wie die anderen auch? Ach, ducken ist nicht so meine Sache. Ich bin kein Teflon-Mann. Ich stehe für was ein und wollen den Gang der Geschichte mal abwarten. Ja, wollen mal sehen,
Wir haben ja in diesem Jahr schon gesehen, der Verzicht auf Kernenergie, das sagen auch Institute, die uns nicht sehr nahe stehen, kostet uns Wachstum. Ja, Fukushima ist zu einem Zeitpunkt passiert, als Deutschland sich unbesiegbar fühlte. Ja? Stärkste Volkswirtschaft der Welt und ach, was wachsen wir und ob nur mit Kernenergie oder ohne. Jetzt kommen wir in eine wahrscheinlich 10-Jahres-Periode, die man so mit Deleveraging, Decarbonizing, allen möglichen Worten beschreiben kann, wo das Wachstum nicht mehr auf den Bäumen wächst, ja, sondern wo wir uns das erkämpfen müssen. Und dabei fehlen uns solche Werttreiber. Und nur darauf habe ich hingewiesen. Und wissen Sie, wenn ich irgendwo auftrete, ja, und eine moderate Rede halte, beim BDI oder sonst wo, und dann schreiben Ihre Kollegen auch von Ihrer Zeitung, ich sei da wieder auf Krawall gebürstet worden, weil ich da ganz simpel gesagt habe, RWE ist kein Atomkonzern, aber wir betreiben Kernkraftwerke. Ja, soll ich das leugnen? Da würde ich doch die Unwahrheit sagen. Sie waren nur immer besonders offensiv, also das ist schon auffällig und das haben die Medien halt festgestellt. Nein, ich stelle es ja auch nur fest, es geht ja gar nicht darum. Sie haben immer so Leute, die politisch korrekt alles dreimal sagen, am besten nur Formulierungen, die schon mal in irgendeinem Parteiprogramm gestanden haben, dann zitieren. Nein, also, aber wir sind uns doch einig, dass Sie da sich besonders profiliert haben in der Frage, auch im Vergleich zu anderen Vorstandsvorsitzenden. Ja, wenn ich mir das angucke, sind andere mir jetzt nachgekommen. Am Anfang waren wir die Einzigen, die geklagt haben beim RWE. Und nach kurzer Beschau der Dinge haben unsere Konkurrenten dann auch gesehen, halt, das müssen wir wahrscheinlich auch tun. Also im Moment ist die Industrie wieder ziemlich zusammen. Aber wenn ich Ihre Haltung so sehe und Sie jetzt so höre, dann stellt sich ja doch die Frage, wie ist denn Ihr Blick eigentlich auf die Politik nach Fukushima? Haben Sie da auch Achtung verloren, weil Sie ja fest davon überzeugt sind, wir werden in ein paar Jahren spätestens die Dinge anders bewerten, als die Politik sie jetzt als Grundlage für ihre Entscheidung genommen hat? Also als Ingenieur macht mir immer Sorge, wenn jemand bei einer Entscheidung schon darauf drängt, dass sie irreversibel sein muss. Ja? Irreversibel. Was heißt das bei unserer Energiewende? Bei unserer Energiewende heißt es, dass ein irreversibler Ausstieg aus verschiedenen Primärenergieträgern, und da ist ja der Kernenergie nur einer, aus der Braunkohle und aus der Kohle soll ja auch ausgestiegen werden. Wenn das alles irreversibel gemacht wird, dann sagt man in der Konsequenz, ich nehme eher in Kauf, dass die Leute schwarz und ohne Strom da sitzen, als bewährte, traditionell verfügbare Energieträger weiter einzusetzen. Das halte ich für bedenklich. Deshalb bin ich immer der Meinung, jede Entscheidung muss überprüft werden, laufend überprüft werden. Sind wir noch auf dem Zielkorridor? Und nur dafür werbe ich. Aber und konnten Sie das der Politik nicht vermitteln? Wissen Sie, da gibt es auch so eine öffentliche, veröffentlichte Meinung und eine private Meinung. Im privaten Gespräch können Sie alles Mögliche vermitteln. Und wenn dann die nächsten Meinungsumfragen kommen, die dann sicherlich auch von einer sehr starken Medienberichterstattung auch beeinflusst waren, dann erinnert sich der Politiker nicht mehr daran, was er Ihnen noch in der vergangenen Woche dann sozusagen vorgemacht hat. Sie meinen jetzt auch Regierungsvertreter, nehme ich mal an. Ich möchte das nicht weiter spezifizieren. Wissen Sie, ich bin ja jetzt sozusagen auf dem Zielgerade. Ja, das ist doch Water under the Bridge. Der Käse ist gegessen. So, ich bin auf der Zielgerade hier in meiner Amtszeit bei RWE. Danach werde ich hart daran arbeiten, wieder eine Privatperson zu werden. Aber in der Zeit muss ich einiges tun, um den Konzern in den ja seit Fukushima doch stark veränderten Rahmenbedingungen zukunftsfähig zu machen. Sprechen Sie noch mit dem Umweltminister, mit Norbert Röttgen? Gibt es da noch Kontakte? Die hat es an sich nie so richtig gegeben. Ich war einmal bei ihm im Büro. Und da hat er Sie eine Viertelstunde warten lassen, habe ich irgendwo gelesen. Nee, das hat jemand 45 Minuten hat er mich warten lassen, aber darum geht es noch gar nicht. Erstaunlich war, dass als ich dann drin saß, seine Sekretärin kam und sagte, Herr Bundesminister, das Flugzeug steht schon da, Ihre Frau sitzt schon drin. Da war er noch ganz junger Minister, sonst... Das war 2009. Ja. Und dann hat er gesagt, Herr Grossmann, wir sehen uns sonst mal. Und seitdem hat er drei oder vier Einladungen meinerseits nicht angenommen. Insofern rede ich nicht mit ihm, das liegt aber nicht an mir. Sie haben ja es eigentlich auch sonst immer gerne so gehalten, dass Sie direkt mit den Chefs reden. Sie können sehr gut und konnten sehr gut mit Gerhard Schröder.
Sie haben anfänglich eigentlich auch, glaube ich, sage ich jetzt mal, einen engen Kontakt zu Angela Merkel gehabt. Sie galten ja als derjenige, der von all Ihren Kollegen letztlich diese Verlängerung der Laufzeiten im großen Energiekompromiss aus dem Jahr 2010 durchgesetzt hat in der Politik. Waren Sie da ein bisschen zu brachial und das hat sich dann später gerecht? Es gibt dieses berühmte Bild von Ihnen, wo Sie mit der Bundeskanzlerin in einem Ihrer Atomkraftwerke stehen und die Kanzlerin so ganz klein vorne und Sie dahinter ganz mächtig und alle haben gesagt, so ist es. Der Gossmann steuert die Merkel. Ach, das ist doch eine Story, die Sie sozusagen erfinden, weil Sie hier den Bösewicht irgendwo kreieren wollen. Was ist die Wahrheit? Ich glaube, dass Frau Merkel sehr abgewogen und, sagen wir mal, mit weniger Emotionen als Schröder. Sie haben den Schröder-Vergleich. Wenn Sie mit Schröder zusammengesessen haben, so nach einer Stunde, dann habe ich gesagt, klasse, so machen wir das, Hand drauf, hat ihn auf die Schulter geschlagen, gesagt, hast du noch Zeit für ein Glas Rotwein, sonst machen wir das so. Bei Frau Merkel ist das alles sehr viel kühler, abgewogener. Das ist eine persönliche Stilfrage, das bewerte ich überhaupt nicht. Aber es ist für mich so, dass ich genügend Kontakt zur Kanzlerin immer hatte. Ich war weder am Anfang auf ihrem Schoß gesessen, noch jetzt. Da hat sicher mitgespielt, dass sie mich als Schröder-Freund noch kategorisiert hatte. Und deshalb also, sagen wir mal, eine Distanz halten wollte. Das verstehe ich völlig. So, nun zur Macht der Bilder. Herrgott, ich bin nun mal Militärmaß bei der Musterung 2,5 Meter. Jetzt hat mich die Last des Alltags etwas gedrückt. Also ich schätze noch 2 Meter, dafür aber etwas mehr in die Breite gegangen. Wenn ein Fotograf in einem Tag, wo also Frau Merkel ein Kernkraftwerk besucht hat, Johannes Theisen war auch dabei, Norbert Röttgen war auch dabei, dann ein Bild raus, wo ich zufällig mal hinter ihr stehe und dann mit Teleobjektiv eine... Gut, da mögen Sie dann was Drohendes draus ablesen. Man hätte an dem Tag sicherlich auch andere Bilder nehmen können, wo ich versucht hätte, der Kanzlerin was zu erklären und sie keinesfalls da unter Druck zu setzen. Ich will gar nichts Drohendes daraus ablesen. Ich will Sie übrigens auch gar nicht zur Negativfigur stilisieren. Ich persönlich finde Ihre Prinzipientreue übrigens sehr interessant. Nur, was ich mich frage, und das ist eine ernsthafte Frage, muss ein Konzernchef, der für 70.000 Mitarbeiter, für Aktionäre, die Milliardenvermögen eingesetzt haben und so weiter, Verantwortung trägt, darf der sozusagen so dynamisch, so massiv auch von den Bildern her auftreten? Oder muss der sich, was persönlich langweiliger ist, eher so ein bisschen wegdrücken? Das sagen ja Ihre Kollegen, DAX-Vorstände anderer Konzerne, gerne. Ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber gibt es ja welche, die auch vor kurzem noch Atomkraftwerke gebaut haben und sehr aktiv waren. Und jetzt sagen, also mit Kernenergie haben wir eigentlich noch nie so richtig was am Hut gehabt. Und die begründen das natürlich intern damit, dass sie sagen, das muss ich für meine Aktionäre machen. Also... Ich weiß nicht, ob eine Aktionärskultur, ich will mal sagen, ein Duckmäusertum oder eine Anpassung fördern muss. Ich bin da anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass man auch dann, wenn man einen klaren Standpunkt hat und diesen Standpunkt auch, solange er begründet ist, ich bin ja gern bereit zu lernen. Ich habe auch gelernt und RWE hat auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass es eine politische Willensbildung gegeben hat, die gegen die Kernenergie gelaufen ist. Vor 30 Jahren, 40 Jahren war sie für die Kernenergie. Helmut Schmidt, dessen Namen diese Universität hier trägt, ist nach wie vor für Kernenergie, auch vehement. Ja. Ich halte es nicht für ehrenrührig oder kriminell, da bei einer Energieform zu sein, von der um uns rum, in Frankreich laufen 59 Kernkraftwerke. So, da kann man doch mal sagen, ich halte diese Energieform für Teil unseres Mixes. Und das wird sie auch sein, wenn Deutschland ausgestiegen ist. In unserem Netz werden Elektronen sein, die aus Kernkraftwerken kommen, aus Temelin, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, aus der Schweiz. Ja, die sind da einfach nicht wegzudenken. Und es ist doch unehrlich, jetzt einfach so zu tun. Natürlich, ich kann es mir leicht machen, ja. Lass mich ein Beispiel geben. Mein Kollege Leo Birnbaum, bei uns für Strategie zuständig, hat vor 14 Tagen in Berlin einen Vortrag gehalten, der genau unsere Unternehmenspolitik der letzten 4 Jahre beinhaltet hat. Nur die Kernenergie hat er weggelassen. Nichts anderes verändert.
Die Medien haben geschrieben, RWE hat gelernt, alles neu, alles über Bord geworfen. Quatsch, machen wir seit 4 Jahren. Genau. Ne? Bloß Sie wollen, Sie pressen uns in irgendeinem eine Form rein. Der Cashflow der unserer Kernkraftwerke wird bis zum Jahr 2023 uns in die Lage versetzen, andere Investitionen zu tätigen. Das ist für mich Realität. Warum soll ich das totschweigen? Baut RWE denn jetzt als Konsequenz auch der Entscheidung in Deutschland im Ausland verstärkt Atomkraftwerke? Also im Moment bauen wir gar nichts. Ja. Wir haben außerhalb Deutschlands eine Beteiligung in Holland an einem Kernkraftwerk, übrigens ein Biblis-Typ, der in Holland, dem umweltbewussten Holland, völlig diskussionslos 60 Jahre Laufzeit hat. Biblis in Deutschland ist abgestellt. Biblis in Deutschland ist nach 32 Betriebsjahren abgestellt. Mhm. Und da haben wir, wir haben eine holländische Firma gekauft, die daran 50% hatte. Dann gab es in Holland einen rechtlichen Klärungsbedarf, ob wir da als ausländisches Unternehmen 50% daran haben dürften. Die holländischen Gerichte haben sehr merkwürdig entschieden. Daraufhin haben wir unseren Anteil auf 30% reduziert. So, das ist die einzige Kernkraftbeteiligung, die wir außerhalb Deutschlands haben. Strategische Planungen, sich da stärker zu engagieren, also, auch um den Bedarf hier möglicherweise zu befriedigen? Im Moment steht das nicht an. Es ist einfach so, auf der Welt werden Kernkraftwerke gebaut, auch von Ländern, die bisher noch keine haben. Es wird sicherlich ein Bedarf für ein gewisses Betreiber-Know-how da sein. Sehen Sie es doch mal ganz pragmatisch. Wir haben, sagen wir mal, gut über 2000 Leute, die direkt in Kernkraftwerken arbeiten. Jetzt kann ich denen entweder, also der Stilllegungsbetrieb erfordert vielleicht 400. Ja. Zahlen muss ich jetzt verifizieren in der Größenordnung. Jetzt kann ich da überlegen, was mache ich? Kündige ich den betriebsbedingt? Ja. Schule ich die um auf irgendwas anderes? Oder kann ich dafür zum Beispiel eine Kernkraftbetriebsberatung, wenn Länder wie Vietnam oder so, die wollen in solche Technologien rein, die reden lieber, sagen wir mal, mit uns als Betreiber, der sich ihre Schuhe anzieht, als mit dem Anlagenlieferanten, der denen im Prinzip nur eine Anlage verkaufen will. Also ich glaube, dass da auch noch ein volkswirtschaftlicher Wert dasteht. Deshalb bin ich nicht so der Meinung, ein Vorstandsvorsitzender sollte, der muss zwar immer Türen öffnen und ist auch in manchen Projekten, muss aber eine Tür zumachen, aber er sollte keine Tür zumauern. Sie haben ja Vermögensschäden reklamiert im Zusammenhang mit der Energiewende, die beschlossen worden ist in Deutschland. Sie sind vor Gericht gezogen, deswegen rechnen Sie damit, dass Sie da erfolgreich sind? Und wie groß sind diese Schäden? Es gibt drei verschiedene Gerichtsverfahren, die angestrengt sind. Das ist einmal die Frage des Schadens, der durch das Moratorium, für das ja, wollen wir das so detailliert diskutieren, für Nein, das ja Paragraf 19 Atomgesetz, also die Sie da ja, das war der Schade, der dadurch entstanden ist, dass einige Wochen Biblis A und ein paar andere nicht ganz kongruente Wochen Biblis B stillgelegt. Das war in der Größenordnung 150 Millionen. Die andere Frage ist der Vermögensschaden, der uns durch die Kernbrennstoffsteuer entsteht. Der ist einige Milliarden. Und der dritte Frage ist dann die Willkürlichkeit und die Gesetzeskonformität dieses Ausstiegsbeschlusses. Das ist sicherlich auch ein Schaden, der ein paar Milliarden ist. Und für den Sie Kompensation verlangen? Also erstmal Kompensation ist ja die Folge. Also erstmal wollen wir noch mal feststellen, ob der Staat, und das ist übrigens nichts Ehrenrühriges, auch Parteien klagen gegen den Staat, die Grünen klagen gegen den Staat. Also jedes Rechtssubjekt, ob nun persönlich oder als Firma, muss völlig ohne moralische Wertung das Recht und die Möglichkeit haben, staatliches Handeln gerichtlich darum überprüfen. Darum habe ich es ja so neutral formuliert und habe also ja auch gesagt, im Interesse der Aktionäre schon. Ja, sicher. Auch im Interesse der Mitarbeiter, im Interesse des Unternehmens. So, und deshalb werden wir also prüfen lassen durch Gerichte, inwieweit der Staat
seinen Handlungsrahmen überschritten hat und ob er bei der Energiewende mehr Schäden zugefügt hat als eigentlich nötig. Und wenn er diese Schäden zugefügt hat, ob er dafür dann gegebenenfalls auch schadenersatzpflichtig ist. Gut, warten wir das ab. Was wir auch natürlich mit Spannung beobachten werden, ist, wie sich die Entscheidung zur Energiewende in Deutschland auswirken wird auf die großen Stromkonzerne des Landes. Es gibt ja nicht wenige, auch durchaus kompetente Beobachter der Szenerie, die sagen, das ist eigentlich die Einläutung des Endes der großen Energieversorger. Sehen Sie das ähnlich? Also das Ende von RWE, E.ON und so weiter als wirklich den Markt beherrschende Unternehmungen. Also erstmal möchte ich Ihnen auch bewusst in Abrede stellen, dass wir in irgendeiner Weise marktbeherrschend waren. Weil Sie haben sich den Markt aufgeteilt mit wir anderen drei. Wir haben uns den Markt auch nicht aufgeteilt. Nein, es ist, also Sie haben vielleicht irrige Ansichten über den. Das. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Ja. Müssen wir doch die Chance geben dazu. Also der Strommarkt bei uns funktioniert ja so nach der Liberalisierung. Wir hatten früher in der Tat Gebietsmonopole. 1998 hat diese Bundesrepublik beschlossen, damit Schluss zu machen. Und jetzt einen liberalisierten Strommarkt, der über Strombörsen gesteuert wird, zu etablieren. Und da wird unser Strom, der erzeugt wird, verkauft mit einem Börsenpreis. Unsere eigenen Vertriebsabteilungen kaufen den Strom zu Börsenkonditionen und vertreiben ihn dann weiter. Das führt dann dazu, dass die manchmal auch falsch liegen. Ja? Also man hat eine sehr, sagen wir mal, sprunghafte Strompreisentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2008, da ging der auf ungeahnte Höhen, gesehen. Wer dann sehr viel in die Zukunft verkaufen konnte, der konnte auch in den Folgejahren 9, 10, 11 damit Geld verdienen. Wer da nichts zu verkaufen hatte, weil er schon vorher verkauft hatte, der sitzt jetzt ziemlich daneben. Das ist aber keine marktbeherrschende Stellung. Der Konzern. Wie groß ist denn der Marktanteil der vier großen Anbieter in Deutschland? Also was ist Marktanteil? Ist das an der Erzeugungskapazität oder, nein, oder woran? Auch an der Erzeugung und an der Vermarktung dann. An der Vermarktung zu Endkunden, ich schätze unter 50%. Und bei der Erzeugung? Bei der Erzeugungskapazität ist er auch nur um die 50. Bei der aktuell geleisteten Erzeugung liegt er zwischen 70% und 80%. Also bevor Sie jetzt den Eindruck erwecken, RWE und die anderen seien so kleine mittelständische Firmen, so in der Größenordnung Ihres Privatunternehmens, muss man schon mal sagen, das sind vier Riesenkonzerne mit zweistelligen Milliardenumsätzen und mit Gewinnen, die im einstelligen Milliardenbereich lagen über viele Jahre. Also da wurde richtig viel Geld mit verdient und das ist ja auch immer noch so. Aber es wird jetzt schwieriger. Sie müssen jetzt irgendwie die Energiewende auch umsetzen. Mindestens mal um Ihre Mitarbeiter können Sie vielleicht noch bezahlen, aber Ihre Aktionäre müssen Sie ja auch zufriedenstellen. Der Aktienkurs ist dramatisch gesunken in Ihrer Amtszeit. Da muss was passieren. Das habe ich mit vielen anderen Unternehmenslenkern im Moment gemein. Ja, nur da Sie gerade da sind, sage ich es Ihnen gerade. Gut, also fangen wir erstmal andersrum an. RWE ist so in der DAX-Rangliste so ungefähr Nummer 10, Nummer 11 mit Umsatz in Deutschland. Es gibt also viel größere Konzerne. Komischerweise sind die Deutschen wahnsinnig stolz darauf, wenn also Volkswagen, Siemens, Daimler in der Weltliga mitspielen. Nur die Stromkonzerne sollen sich dann irgendwo verstecken. Da muss ich mal fragen, ist das eigentlich fair? So, nun aber Sie haben sich ja gerade selbst versteckt, indem Sie gesagt haben, wir sind ja weder marktbeherrschend noch. Nein, wir sind doch nicht marktbeherrschend. Es gibt einen funktionierenden Strommarkt, der übrigens durch ganz andere Dinge im Moment beeinflusst wird, nämlich durch die, sagen wir mal, marktferne Einschleusung der Erneuerbaren. Darüber können wir reden. Aber darauf geht ja die Diskussion jetzt. Sie sagen doch im Prinzip, das alte System der zentralen großen Kraftwerke, der großen Überlandverteilung und dann sozusagen, dass sich das auffächert in Kapillare, die dann jedes Haus erreichen, das hat ausgedient. Das sagen nicht wir, das sagen Beobachter. Wir konfrontieren Sie nur mit dem, was auch Experten sagen. Also es ist sicher richtig, dass es verschiedene Trends gibt, die
auf der einen Seite kundengetrieben sind, Autarkiebestrebungen. Man möchte sich, manche Kunden möchten sich nicht mehr darauf verlassen, dass ein immer stärker belastetes öffentliches Netz, in dem also sagen wir mal, die 50 Hertz nicht unbedingt eingehalten werden können, dann kommt jemand wie Bosch daran und sagt, wir machen hier Reinraumproduktion für irgendwelche hochsensiblen Geräte. Da haben wir es lieber, wenn wir unsere eigenen Stromquellen haben. Das ist die eine Seite. Dann gibt es eine technologiegetriebene Seite. Frage, wo ist wirklich die Zukunft? Und wenn diese technologiegetriebene Veränderung nach Kosten- und Marktgesichtspunkten ginge, dann würde sie langsamer verlaufen. Das tut sie aber nicht. Der Staat ist der Meinung, dass er sehr genau weiß, in welcher Weise wir in der Zukunft Energie erzeugen sollen. Er hat das noch nie geschlossen dargestellt. Das hat er bei Kernenergie seinerzeit auch gemacht. Ja, also das ist so eine Lenkungsfunktion. Und im Moment tut er sowas Ähnliches bei Photovoltaik. Wir wollen mal sehen, wenn am Ende uns die Photovoltaikrechnung präsentiert wird, wer da wann für was bezahlen muss. Also im Moment ändert sich nicht marktgetrieben, sondern zum großen Teil durch Regierungshandeln getrieben, unser Umfeld. Und in der Tat müssen wir uns fragen, mit unserer Kompetenzstruktur, unserer Kostenstruktur, in welchen Teilen dieser zukünftigen Energielandschaft haben wir einen Platz? Wo müssen wir uns verändern, damit wir drinbleiben können? Ja? Sind wir derjenige, der auf 2 Millionen Häuser in Deutschland die Photovoltaikanlage installiert? Ja? Sind wir nicht. Das macht der örtliche Installateur. Ja? Wir sind möglicherweise der, der die Verteilnetze managt, die ja völlig andere Aufgabenstellungen kriegen. Wenn sie früher nur verteilen mussten, müssen sie ja jetzt sozusagen Strom sammeln, hochtransferieren. Aber, und da ist wahrscheinlich der Unterschied, ich bin der Meinung, dass auf lange, lange Jahre unser Energieszenario die Kleinen, die wachsen und die Großen brauchen und dass der Strom bei einem sonst zurückgehenden oder wenn dann nur noch marginal wachsendem Gesamtenergieverbrauch, der Strom wächst, weil er die bequemste und die sauberste Form der Energie ist. Also insofern sehe ich für uns auch in Deutschland ein auf hohem Niveau konstantes oder marginal zurückgehendes Geschäft, das sich insofern verändert, weil unsere Kompetenz natürlich da ist, wo wir große Offshore-Windanlagen bauen, die eben eine Organisationsform wie RWE erfordern. Ich sehe uns nicht in der absoluten Kleinteiligkeit. Aber ich sehe auch nicht, wenn wir eine Industriestruktur, wie wir sie jetzt haben, beibehalten wollen, dass wir Energie nur lokalisieren und regionalisieren können. Ich glaube nicht, dass man also die Hamburger Aluminiumwerke hier nur mit lokaler Photovoltaik betreiben kann. Das würde ich mal in Abrede stellen. Nun ist ein anderes Bein Ihrer Aktivitäten die Kohle, die Braunkohle. Steht der eine Renaissance bevor, auch im Zusammenhang mit Energiebedarf und Energiewende? Also Renaissance hieße ja, dass sie vorher tot gewesen wäre. Das ist sie nicht, ist sie nie gewesen. Dass man sich aber stärker darauf stützt, dass sie als Geschäftsfeld an Bedeutung gewinnt innerhalb des Konzerns, aber auch für die Volkswirtschaft. Also was sehen wir denn im Moment in unserer Stromlandschaft? Wir bauen zwar Leistungen dazu, die aber nicht gesichert ist. Jede Photovoltaikanlage, also wenn Sie heute sich auf Photovoltaik verlassen müssten, dann würden wir eine sehr geringe Stromausbeute im Netz haben. Weil einfach beim bedeckten Himmel läuft das, sagen wir mal, mit 5% der Effizienz. Wir brauchen also in unserem Mix gesicherte Leistung. So bei den Erneuerbaren kann die gesicherte Leistung im Moment gebracht werden durch Laufwasserkraftwerke, durch Biomassekraftwerke, die auch planbar sind, in gewisser, sehr kleinem Maße auch mit Geothermie. Was nicht gesicherte Leistung ist, ist ganz klar Wind und Photovoltaik. So, jetzt ist die Frage für unseren Mix, wie stellen wir unsere gesicherte Leistung dar? Setzen wir nur auf Erdgas? Das Erdgas wird eine starke Rolle haben. Oder setzen wir auch auf einen heimischen Energieträger? Wirtschaftliche Überlegungen sollten da vielleicht auch mal eine Rolle spielen. Bei der Braunkohle haben wir 100% der Wertschöpfung bis zum fertigen Strom bei uns in Deutschland.
beim Verstromen von importierten Erdgas schicken wir 80% des Stromwertes an den Erdgaslieferanten zurück. Das ist, blutet uns sozusagen wirtschaftlich stärker aus. Deshalb plädiere ich dafür, den heimischen Energieträger Kohle, Braunkohle, subventionsfrei, weiter einzusetzen. Ich glaube, die Braunkohle wird eine starke Zukunft haben. Von der Renaissance würde ich nicht sprechen, weil sie ja nie weg gewesen ist, sondern der Braunkohleanteil. Die Frage war, ob die Bedeutung eben zunimmt, auch für Sie, weil Sie ja sagen, im Bereich Solartechnologie und so weiter wollen Sie sich jetzt nicht so rasend stark engagieren, sondern für Grundlast. Also, Entschuldigung. Ich weiß, Sie machen furchtbar viel. Machen anders. Ja, das ist ja, sehen Sie, aus dem Riesenspektrum, was das RWE macht, picken Sie sich immer nur die Dinge aus, die in Ihr Feindbild passen. Das ist nicht so. Ich hab überhaupt kein Feindbild. Also Solarthermie machen wir gerade hier mit den Stadtwerken München in Spanien. Also machen wir alles. Ich habe überhaupt kein Feindbild, aber mich interessiert natürlich irgendwie, wie Sie als Konzernlenker, als Konzernchef, der stark engagiert ist im Bereich Braunkohle, die Zukunft der Braunkohle sieht. Und ich denke mal, das interessiert sowohl die da Beschäftigten als auch die Kunden, müsste auch die Politik und andere Wirtschaftsteilnehmer interessieren. Ja. Und das war die Frage, die war völlig ohne Emotionen. Ja, ich war ja auch nicht emotional, soll mich mal erleben, wenn ich emotionalisiert bin, dann ist das ganz anders. Also dann sage ich jetzt an der Stelle schon lieber nicht. Ja. Na gut, also sagen wir es doch umgekehrt. Also erstmal, wenn wir uns das weltweit angucken, dann sind alle fossilen Energieträger entgegen allen möglichen Vorhersagen nach wie vor steigend. Es wird mehr Öl gefordert und gefördert als je zuvor. Mehr Gas gefördert als je zuvor, mehr Kohle abgebaut als je zuvor. Gut. Also, Frage ist also, können wir uns als Deutsche leisten, auf die Ressource Braunkohle in diesem Land zu verzichten? Ich meine nein. Ich bin der Meinung, dass wir hier auch exportfähige Technologien entwickelt haben. Da bin ich mal ein bisschen stolz und selbstbewusst. Es gibt kein Unternehmen auf der Welt, was nur annähernd so viel von Braunkohleabbau und Verstromung versteht wie RWE. Und das ist auch ein Pfund, mit dem wir mal wuchern können. Nun gibt es ja dieses Problem mit CO2. Braunkohle gilt ja als klimaschädlich. Es gibt eine Technologie, die ist, ich weiß nicht, ob sie ausgereift ist, ich bin ja jetzt ganz vorsichtig bei meiner Frageformulierung Ihnen gegenüber, aber es gibt ja eine Technologie, also das abzuscheiden, CO2 abzuscheiden. Das ist im Augenblick noch im Versuchsstadium. Jetzt schießt aber auch da die Politik im Augenblick quer, weil sie sich schwer tut, damit eben entsprechende Projekte, entsprechende Pilotprojekte auch umzusetzen. Ist das etwas, was Sie bekümmert und wo Sie auch sagen, da muss ich noch mal ran, solange ich da noch im Job bin und versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man Braunkohle noch sauberer macht und damit ihr auch eine Zukunft gibt? Also erstens mal ist jeder Effizienzgewinn, Wirkungsgradgewinn in einem Braunkohlekraftwerk auch eine CO2-Vermeidungsstrategie. Wir sind heute bei Wirkungsgraden bei Braunkohlekraftwerken, die vor 15 Jahren selbst für Steinkohlekraftwerke kaum denkbar gewesen wären. Also da tut sich viel. Ihre Frage hat aber zwei, und ich werde mir mal genauso versuchen, sie so sorgfältig zu beantworten, wie Sie sie gestellt haben. Wir haben zwei Themen dabei. Das eine ist die Frage an einen Ingenieur, ist es eigentlich sinnvoll, CO2 auszuwaschen, abzufangen und einzulagern? Kurieren wir da nicht an Symptomen? Können wir nicht was Besseres machen? Und ist der Aufwand, einmal finanzieller Aufwand, zum Zweiten aber auch Wirkungsgradverlust so hoch, ob wir uns diese Technik wirklich leisten sollten. Ich bin nie ein großer Verfechter von CCS gewesen. Bei RWE tun wir eine ganze Menge für CCU, das ist Carbon Capture and Usage. Wir versuchen also aus dem CO2 Kunststoffe zu machen oder sie in andere chemische Verfahren einzuschleusen, um dem ja relativ reinen Stoff dann eine Sinnhaftigkeit zu geben. Und da kann man mit Bioengineering eine ganze Menge machen. Da kann man
das mit Algen oder mit Bakterien, die das CO2 verarbeiten zu anderen Stoffen. Das ist ganz zielführend. Die andere Seite ist aber eine politische Seite. Und das ist was ein bisschen symptomatisch für Deutschland ist. Hier ist eine Technik, die hier ausprobiert werden sollte. Wir selbst haben als RWE auch einen Vorschlag gemacht, wie wir CCS mal anwenden könnten. Wir wollten das sogar so machen, dass man das später dann auf Dauer hätte nutzen können. Wir hatten vorgeschlagen, eine Pipeline vom rheinischen Braunkohlenrevier mit CO2 durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen nach Schleswig-Holstein zu bringen. Denn da gibt es eine geologische Formation, die salinen Aquiferen, die sich zur Einlagerung von CO2 eignet. Dieses ist dann verhindert worden durch Proteste der Bevölkerung. Und dann ist die Politik zwar tätig geworden und hat ein CCS-Gesetz gemacht, das aber ein grandioses Jein geworden ist. Man macht zwar ein Gesetz, gibt aber jedem Bundesland die Möglichkeit, den CCS-Einsatz zu verhindern. Und da nun einige Bundesländer schon so weit gegangen sind, den zu verhindern, wird es kein, das ist meine Vorhersage, es wird kein einziges Bundesland geben, was CCS einsetzen will. Und insofern ist diese Technik für uns in Deutschland tot. Wir haben aber auch in England und in Holland Vorhaben, dass wir die weiter erforschen. Jetzt seid ihr aber ganz schön in die Details gegangen. Ich stelle mich jetzt mal noch ein bisschen dümmer, als ich sowieso schon bin. Ich weiß, wir haben gefragt, kein Vorwurf. Nicht, dass Sie sich wieder aufregen. Kein Vorwurf. Ich habe meine Blutdrucksenker schon genommen. Hoffentlich in ausreichendem Maße. Ich frag noch mal ein bisschen sozusagen einfacher strukturiert. Was heißt alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, denn für den deutschen Verbraucher? Also erstens, was die Versorgungssicherheit angeht. Sie haben ja früher im Jahr auch schon mal in den Interviews gesagt, also ihr werdet euch noch wundern dieses Jahr, wenn plötzlich der Strom wegbleibt. Bisher läuft er ja noch, aber liegt vielleicht am Wetter. Und die zweite Frage ist, was heißt es fürs Geld? Wird Strom für uns alle teurer werden müssen? So, der erste Fall ist, solange eine Netzagentur über Importkontingente verfügen kann und große Verbraucher abschalten kann oder runterfahren kann, wird es im Moment noch nicht zu Engpässen kommen. Dennoch ist ich habe da vorhin mal davon geredet, ich muss leider wieder ein paar Zahlen machen, um die Größenordnung des Problems deutlich zu machen. Bei etwa installierter Erzeugungskapazität in Deutschland von 160 Gigawatt hatten wir mit den alten Kernkraftwerken ungefähr 90 Gigawatt gesicherte Leistung. Das ist jetzt auf in der Größenordnung 80, 81 Gigawatt runtergegangen. Diese Leistung fragen wir aber an kalten Wintertagen schon nach. Es kann also jetzt passieren, dass, wenn einige unglückliche Umstände zusammenkommen, nämlich zum Beispiel unsere Nachbarn nicht lieferfähig sind, und auf die verlassen wir uns im Moment, auch auf deren Kernkraftwerke. Zum Zweiten, wenn bei uns es ungeplante Ausfälle gibt, das gibt es bei allen möglichen Kraftwerken, kann man Trafo ausfallen oder sonst was, dann ist theoretisch auch möglich, dass es einen Schwarzfall, wie wir das nennen, einen Blackout gibt. Das ist nicht auszuschließen. Die Netzagentur ist jetzt schon wesentlich stärker involviert, um Netzengpässe zu überspielen. Aber das kann schiefgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist jetzt größer als vor der Energiewende? Wesentlich größer, ganz wesentlich größer. Also die Energiewende ist ja, wir sind ja, wenn ich das mal seglerisch sagen darf, wir sind ja noch nicht auf dem neuen Kurs, ja, sondern wir sind ja im Moment noch in dem Wendemanöver. Das Schiff hat gar nicht so fürchterlich viel Fahrt, um es dann nun auf den neuen Bug zu legen. Ja? Mhm. So. Das Zweite ist, was hat der Verbraucher zu erwarten? Und ich meine, das kann ja jeder selber errechnen. Im Moment haben wir also ein Börsenpreis von Strom in der Größenordnung, ich sage das jetzt mal in Cent pro Kilowattstunde, normalerweise rechnen wir in Euro pro Megawattstunde. Also im Moment ist die Börse bei 5,5, 5,6 Cent pro Kilowattstunde. Ja? So, die Einspeisevergütungen für Wind am Land sind 8, 9 Cent. Ja? Wind offshore sind 18 bis 20 Cent. Einspeisevergütung. Biomasse
23, 25 Cent. Ja? Photovoltaik 38 Cent. Jetzt frage ich Sie, das kriegen die Leute, die diesen Strom einspeisen. Der ist also äquivalent zu dem Börsenpreis. Ja, wer soll es denn bezahlen, wenn nicht der Verbraucher? Der Verbraucher sieht es nur erst indirekt. Er sieht es über die Netzgebühr, die einmal im Jahr abgerechnet wird, über einen Zuschlag, der dann da draufgeschlagen wird. Und das muss man den Leuten auch mal sagen. Das kostet massiv Geld und ist übrigens eine Rechnung, die gar nicht so schwer zu machen ist. Also was immer, ist keine Doktorarbeit. Was immer passiert bei den Vorgaben, die wir jetzt haben, die Stromrechnung wird bei gleichem Verbrauch über die nächsten Jahre kontinuierlich steigen. Das ist Ihre Prognose. Sie wird steigen, sie wird monoton steigen. Ob sie kontinuierlich steigt, da wird es Sprünge geben, wollen wir mal sehen. Es liegt an einer Reihe von Faktoren, die wir im Moment schaffen müssen. Aber, und das ist das, wir haben ja hier Betriebswirtschaftsstudenten, Ende der 90er waren wir der Überzeugung, dass es für den Energiemarkt das Beste wäre, wenn wirklich Markt herrscht. Im Moment ist der Staat der Überzeugung, dass er den Markt zurückdrängen muss, wo er nur kann, und den Leuten das Heil vorschreiben muss. Und was das für energieintensive Industrien auf der einen Seite heißt, da wird es eine schleichende, sagen wir, Investitionsauszehrung geben. Da wird nicht einer jetzt hier Dow Chemical in Stade zumachen, die kriegen Braunkohlestrom von uns aus dem Rheinischen Revier. Aber ob Dow nochmal in einen Standort in Deutschland Ersatzinvestitionen macht oder sagt, halt, da gehe ich lieber woanders hin, wo ich meinen Strompreis besser planen kann. Das stelle ich mal dahin. Was bedeutet das denn, kommen wir mal auf die ganz großen Fragen, nachdem wir jetzt gerade beim Verbraucher waren, auf die ganz großen Fragen, was bedeutet das denn für den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland langfristig? Also wie sehen Sie die Entwicklung hier? Das, was Sie so anklingen lassen, ist ja nichts, was dann, sagen wir, zu ganz hochfliegenden Hoffnungen berechtigt. Also das Wirtschaftsleben ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es gibt alle Schattierungen von Grau dazwischen. Es baut sich natürlich ein Weltmarkt auf für neue Energietechnologien. Die Frage ist, wer wird diesen Weltmarkt bestreichen und welche Kostenvoraussetzungen und Technologievoraussetzungen braucht man, um dabei weltweit wirklich erfolgreich zu sein? Ich glaube, im Moment haben wir zu hohe Hoffnungen über den Arbeitsplatzreichtum, den die neuen Energien bei uns entfalten werden. Und wir sind zu schnell bereit, traditionelle energieintensive Industrien in ihrer Existenz in Frage zu stellen. Und ich glaube, warum sind wir in vielen Technologien so führend? Weil wir einen Cluster haben vom Werkstoff bis zur fertigen Verarbeitung. Und wenn der Werkstoff am Ende, ja, wenn der Stahl oder die Kohlefaser, ja, oder die Schmiedeteile eben nicht mehr bei uns produziert werden, wer sagt uns denn dann, dass das Windrad bei uns produziert wird? Also da sehe ich schon, habe ich Sorge. Mir liegt daran, und Sie haben ja meine Vergangenheit in der Grundstoffindustrie Anfang des Gesprächs verwiesen, mir liegt daran, die Grundstoffindustrien hier zu halten und diesen Kompetenzcluster zu erhalten, denn nur der macht unsere Windgeneratoren, Windturbinen eben wettbewerbsfähig. Und heißt das jetzt, dass die deutschen Energiekonzerne dies natürlich jetzt schwieriger haben in diesem ganzen Umsteuerungsprozess? Wir haben ihn beschrieben, sie können sich nicht mehr auf den relativ leichten Einnahmen der abgeschriebenen Atomkraftwerke ausruhen in Zukunft, dass Sie in diesem Wettbewerb noch mithalten können, in diesem großen Wettbewerb international, oder muss man sagen, die Deutschen sind da von vornherein nicht mehr dabei? Also erstmal ist immer die Frage, bezeichnen Sie ein Unternehmen wie RWE oder auch E.ON als nur deutsches Unternehmen? Mhm. Wir haben aus Sicht der Investoren ein Klumpenrisiko Deutschland. Wir sind zu stark in Deutschland investiert. Für mich ist ein deutsches Unternehmen, das seine Zentrale in Deutschland hat. Das heißt, für uns gibt es Märkte, die in ihrer Entwicklung vielleicht nicht so wie Deutschland sind, die auch nicht die politische Willensbildung haben, die wir jetzt haben, die also
auch in der Zukunft, Zukunft heißt nächsten 30 Jahre, auf das zentral geführte große Kraftwerk setzen. Und das sehen wir. Wir sehen es in der Türkei, wir sehen es in Südosteuropa. Und wir glauben, dass wir da auch gute Chancen haben, in der Zukunft unser Geld damit zu verdienen. Das heißt, Deutschland wird der wichtigste Markt für RWE bleiben. Aber aus verschiedenen Gründen, einige davon haben wir angesprochen, wird auch viel Wachstum von uns außerhalb Deutschlands stattfinden. Und glauben Sie, oder ich sage es mal anders, wir Journalisten haben ja beim Beobachten den Eindruck, dass sich RWE und E.ON einen Wettlauf liefern, wer schneller und besser zu Gazprom kommt, dem großen Stromriesen in Moskau. Wäre das die Lösung? Ist er nicht, nur ein Gasriese. Ja, Stromriese. Gasriese, klar. Aber da gewaltig. Betreibt keinerlei. Wäre das ein Kooperationspartner, womöglich gar ein Fusionspartner? Wäre das ein Unternehmen, das eines Tages RWE, wenn der Aktienkurs sich weiter so entwickelt wie zuletzt, möglicherweise RWE kauft eines Tages? Also erstmal hat RWE als zweites Standbein im Unternehmen derzeit Gas. Dieses Gas beziehen wir aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus eigener Förderung von der DEA, aus Ägypten, Libyen, überall. Ja, und, aber unser größter Einzellieferant ist Gazprom. Wir haben Verträge mit Gazprom bis 2035 im Moment. Da ist natürlich, dass man mit diesem Partner spricht, so wie wir mit Statoil in Norwegen oder mit Gasunie in Niederlanden eben auch sprechen. Im Moment gibt es ja durch die Verwerfungen auf den Energiemärkten Gesprächsbedarf bei den langfristigen ölbasierten Gaslieferverträgen. Die sind im Moment alle nicht im Geld, ja, die sind ziemlich katastrophal für uns. Auf der anderen Seite hat Gazprom gesagt, wir sind schon daran interessiert, zusätzliche Veredelungsmöglichkeiten für unseren Rohstoff Gas zu erhalten. Zum Beispiel durch Beteiligung an Kraftwerken. Im Moment reden wir darüber, ob wir und unter welchen Bedingungen wir ein Kraftwerksportfolio aus unserem Bestand zusammenstellen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich unter 10% unserer derzeitigen Kraftwerkskapazität und nicht nur Gas. Und der Gazprom die Möglichkeit geben, sich an diesem Portfolio zu beteiligen. Da kann man Carve-out machen, nennt man das, das sondert man ab. So. Es geht nicht darum, der Gazprom eine Beteiligungsmöglichkeit an der RWE AG einzuräumen. Übrigens, unsere Aktien kann jeder kaufen. Ja? Er muss nur melden, wenn er über 3% hat. Mhm. Gazprom hat das noch nicht gemeldet bisher. Ich glaube auch nicht, dass die Aktien von uns haben. Und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner vom RWE Sehnsucht hat, die Selbstständigkeit des Unternehmens zu gefährden. Also, dass wir uns Gazprom an den Hals werfen und denen sagt, nun kauft uns doch bitte. Davon kann keine Rede sein. Das würden Sie in der Kürze Ihrer verbleibenden Amtszeit auch kaum durchsetzen können, selbst wenn Sie es wollten. Aber Sie sagen, Sie wollen es ja auch gar nicht. Richtig? Naja, sagen wir mal so, so kurz ist die verbleibende Amtszeit ja nicht. Sehen Sie mal, ich habe immer noch mehr Zeit als bei RWE, als seit Fukushima bis heute verstrichen ist. Und wie hat sich die Welt da geändert? Ja. Und die Welt wird sich weiter ändern, auch wenn wir hier nicht mehr sitzen oder vielleicht gerade dann, das wissen wir nicht. Wir bedanken uns aber sehr herzlich bei Ihnen, Herr Großmann, dass Sie heute Gast bei Forum Manager waren von Süddeutscher Zeitung und Phoenix. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir hätten vermutlich noch stundenlang weiterreden können. Es war ein sehr spannendes Gespräch für uns. Ich hoffe, für Sie war es noch erträglich. Sie haben sich nicht zu sehr aufgeregt. Und vor allem für Sie, meine Damen und Herren, war es erträglich und ertragreich. Und damit vielen Dank. Ich danke Ihnen.